Und wir fragen Sie zu Hause, kennen Sie diese Frau? Nicht diese Frau, die kennen Sie, diese Frau hier. Schauen Sie, Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin. Eine starke Frau, muss man echt sagen, mit 36 Jahren nur regiert sie dieses Land. Das Land, das sich ja so besonders von Russland gerade bedroht fühlt und das gerade der NATO beitritt. Also wichtige Zeiten für Finnland und die Regierungschefin Sanna Marin, die regiert eben dieses Land. Und jetzt gibt Sanna Marin plötzlich auch als Partypolitikerin. Ja, ein Video, das jetzt öffentlich geworden ist und eine heftige Diskussion auslöst. Ist das angemessen? Darf eine Regierungschefin so abfeiern? Im Hintergrund, wenn Sie genau hinhören, ruft jemand Kokain. Ja, es gibt Drinks, es ist gute Stimmung bei den Marines dort. Ne? Da wird geknutscht, da wird umarmt, Selfies gemacht. Sanna Marin, also das ist Finnlands Ministerpräsidentin, Finnlands Regierungschefin. Ganz kurz einmal zurück nach Deutschland gebeamt. Ne? Die Szene nochmal hier ins Kanzleramt verlagert. Kann man sich das vorstellen? Können Sie sich das vorstellen zu Hause? Also Olaf das Scholz die Regierungschefin so am Abfeiern von Finnland. Olaf Scholz hier in diesen Szenen auf der Party, völlig ausgelassen, noch ein Drink, tanzt, küsst. Schwer vorstellbar. Ist das gut so? Müssen wir lockerer werden, Valentina, in Deutschland? Naja, man muss ja dazu sagen, ich glaube nicht, dass sie selber dieses Video veröffentlicht hat. Das ist aufgetaucht. Na, aber sie ist ja dabei. Also sie ist dabei, definitiv. Hat es wahrscheinlich für private Zwecke aufgenommen. Aber wollen wir, dass es in Deutschland so läuft? Wollen wir so? Ich würde Olaf Scholz nicht gerne so sehen und das kommt auch definitiv nicht gut rüber. Aber ich denke, es ist auch okay, wenn auch Politiker mal privat das feiern. Das diskutiert Europa jetzt. Ne? Sanna Marin, die Partyministerin.